No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Logo mit Ausgabe 121. Servus Stefan. Hallo Markus. Es ist ja heute irgendwie alles ein bisschen out of order. Ja. Und du klingst ein kleines bisschen seltsam, dumpf, wie auch immer. Warum? Ja, es liegt wie immer an mir, aber wir haben so eine hohe Taktung in den letzten Wochen aufgrund des Playoffs und der Terminlegung, dass ich heute nicht von zu Hause aus aufnehmen kann und deswegen nicht mein gewohntes Mikrofon zur Verfügung habe und deswegen entschuldigt. Ich kann euch garantieren, dass meine Wortmeldungen so wertvoll wie immer sein werden, aber die Qualität, die Soundqualität nicht so. Ja. Wir haben uns jetzt für einen, in Anführungszeichen, etwas faderen, aber für alle zugänglichen Folgentitel, das mittelgroße Saisonfazit entschieden, haben aber noch coole andere Sachen im Petto eingeklappt, Stefan, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Genau, wir hätten zum Beispiel James noch ein Tor bitte oder Holland kommt und Holland geht. Ich erkläre das kurz, weil James Holland ja die Austria verlassen wird, aber Holland kommt, weil ja Holland ein Gruppengegner von Österreich bei der kommenden EM ist und wir ja auch über die EM berichten werden. Genau, unter dem Markenzeichen Euro-Logo dann ab dem nächsten Dienstag. Genau, der Markus hatte halt die Angst, dass Rapid zu kurz kommt. Ich finde, Rapid kann gar nicht zu kurz kommen. Deswegen haben wir uns dann für das mittelgroße Saisonfinale entschieden. Als Titel. Rapid ist so groß, es kann gar nicht zu kurz kommen. Genau, dein Titelvorschlag war noch irgendein Achter. Und wäre auch cool gewesen. Irgendein Achterl wäre auch noch nett. Aber ja. Kommen wir jetzt mal in Medias Res. Auch wenn wir gesagt haben, wir wollen die Rapidler extra mit diesem Titel auch mitnehmen. Und es wird jetzt dann in weiterer Folge auch über Rapid geredet. Aber die aktuellsten News, neben Louis Schaub, zu dem wir dann auch gleich noch kommen, ist natürlich nicht nur Rapid, auch die Austria ist seit Dienstagabend fix, wird in der kommenden Saison international vertreten sein. Genau. Auch in Hartberg wurde gewonnen. In Hartberg wurde 1-0 gewonnen, dank eben unserem James, Sir James Holland, würde ich sagen. Also ich bin dafür, dass man ihm den Titel verleiht, nach diesem Austria-Abgang. Da wurde auf Social Media schon ein Statuenfavoriten verlangt. Ja, bin ich sofort dafür und ich würde auch immer wieder hingehen und ihn huldigen. Okay. Also, das ist halt wirklich ein Typ und wir haben ja alle geglaubt, er wird an seine beste Zeit nicht mehr herankommen aufgrund seines Alters, was wahrscheinlich auch stimmt, aber trotzdem, auch unter Michi Wimmer hat er ja zum Schluss dann sogar Spiele durchgespielt und eine recht ansehnliche Leistung gebracht und so auch jetzt in den letzten beiden Playoff-Spielen. Also ich hätte das nicht gedacht, dass nach all der Zeit, die er jetzt schon da war und er hatte ja bei der Austria auch eine sehr schwere Zeit, dass er dann noch einmal zu seiner Form findet und dass er noch einmal der Dirigent im Mittelfeld werden kann mit Torgefahr. Also das habe ich nicht gedacht, dass das, das noch gut Goalgetter auf einmal aus dem Nichts. Und Goalgetter, ja, Dirigent mit Torgefahr und auch Vollzug. Also er ist wirklich super gewesen und ich glaube, es war ein würdiger und ein schöner Abschluss für die Spielerkarriere des James Hollands bei der Wiener Austria sein. Wie er gestern auch im Interview noch einmal gesagt hat, Lieblingsverein in Österreich, obwohl man ja auch fairerweise dazu sagen muss, dass er mit dem LASK auch sehr große und gute Erfolge gefeiert hat. Okay, aber trotz allem super Abschluss und alles und jetzt nichts, dass du sagst, bin ich doch hin und her gerissen, ob er nicht doch noch eine Saison hätte halten sollen? Ja, bin ich natürlich, habe ich mal gestern, das war natürlich, würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe nicht daran gedacht. Andererseits denke ich mir, er wird ja auch nicht jünger. Wir wollen ja die Mannschaft auch weiterentwickeln. Wir haben auch andere arrivierte Stützen in der Mannschaft schon. Und ich denke, dass das schon gut geht. Und wie heißt das Sprichwort so schön? Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, und wir haben jetzt gerade auch in der letzten Folge darüber geredet, es schwebt ja über Favoriten, dass eh eine große, erfahrene Stütze dann jetzt nochmal wieder zurückkommt.
Genau, es könnte ja sein, dass Dragovic kommt. Also es war ja dann kurze Zeit auch das Gerücht, dass er in die zweite Liga wechselt zu Admira. Peter Stöger hat dieses Gerücht weggelacht und gesagt, da gibt es nicht einmal irgendeinen Kontakt mit ihm. Ja, ich bin gespannt, ich warte ab und wenn er zurückkommt, dann können wir uns alle freuen, weil das wird dann auf jeden Fall auch für die Liga gut, wenn so ein international erfolgreicher Spieler auch wieder nach Österreich zurückkommt und da seinen Stempel wieder aufdrücken will. Und für die Austria ist es natürlich umso besser, wenn er wieder kommt. Auch wenn wir derzeit relativ stabil in unserer Fünferkette hinten stehen mit Meißl, Handel, Blavutic und den beiden Torstangen. Ja, die sind auch noch ganz wichtig. Plus Früchten natürlich, dann soll man nicht vergessen. Und Früchten darf man auch nicht vergessen, genau. Ja. Hattest du eigentlich, wie relaxed war der Dienstagabend für dich? Oder wie war dieses Match? Weil war ja, glaube ich, genauso wie das Hinspiel relativ ausgeglichen. Die Trainer haben, glaube ich, treffenderweise im Nachgang bilanziert. Also beide Coaches, sowohl Schopp als auch Wegleitner. Die Austria hat sich verdient, weil sie eben diesen Ticken besser war, aber eben auch mit den, war ja nicht so, dass Hartberg chancenlos war, Postentreffer, und ich glaube, Entrup hätte, glaube ich, in den beiden Bällen zusammen 5-6 Tore machen können, wenn es gut für ihn läuft und schlecht für euch. Wie sehr hast du gezittert, wie zufrieden bist du jetzt im Nachgang? Also in der ersten Halbzeit habe ich schon noch mehr gezittert, weil ich eben Angst hatte, dass es da noch zu einem, dass es dann, also wenn Hartberg in der ersten Halbzeit in Führung gegangen wäre, dann wäre das ein völlig anderes Spiel geworden und dann hätte es auch, dann wäre auch der Ausgang ungewiss gewesen. Man hat ja auch gesehen bei der Austria, dass der Mandy Fischer ist ja dann in der 62. Minute ausgetauscht worden. Der hat dann im Interview nachher gesagt, er war froh, dass er ausgetauscht worden ist. Das war gut so, weil seine Akkus waren leer und das zeugt ja auch schon 4 Spieler in 10 Tagen. Das ist ja jetzt nicht nix. Und auch für Fußballer, die immer am höchsten Leistungslevel spielen wollen, ist das natürlich auch sehr anstrengend, weil der menschliche Körper oder die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers ist halt enden wollen. Und je länger das Spiel dann gedauert hätte, umso mehr hätte Hartberg natürlich dann noch drücken können und das Spiel dann auch noch drehen können. Da sie aber in der ersten Halbzeit nicht in Führung gegangen sind, habe ich schon so ein bisschen, du kennst das, dieses unterbewusste Gefühl, dann in mir schon, ist dann schon gekeimt, dass ich mir gedacht habe, heute wird nichts mehr passieren, weil Hartberg schießt anscheinend keine Tore und wir müssen ja nicht unbedingt. Und dass dann James Holland wieder so einen Traumschuss quasi, dass der ihm gelingt, war ja dann auch nicht so zu erwarten. Und nach dem 1-0 habe ich mir dann schon gedacht, dass jetzt nichts mehr passieren wird. Hätte Hartberg dann noch 2 Tore geschossen, wäre es wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl an Chancen auch verdient gewesen, wobei ich jetzt nicht unerwähnt lassen will, dass die Austria keine Chance hatte. Also die Austria hatte genauso Chancen, die sie nicht genutzt haben. Also es war dann schon noch ein Spiel auf beide Tore, wobei Früchtl einen Traumtag hatte, aber auch Sallinger hatte einen super Tag. Und ja, die Stangenschüsse und dass der Ball einmal Früchtl in die Hände fällt und einmal dann Handel, glaube ich, mit der Ferse noch klären kann. Oder quasi über den Ball drüber steigt, das habe ich jetzt nicht so genau erkannt, ist super gewesen. Und wenn du dann halt in einem Spiel so ein Spielglück hast, dann gewinnst du das in der Regel auch oder kommst dann in der Regel auch weiter. Und das war halt gestern für die Austria der Fall. Hartberg habe ich halt auch manchmal den Eindruck gehabt, dass die mit dem Erreichen des Playoffs oder auch mit dem Erreichen der Top 6 schon sehr zufrieden waren und das schon so als Erfolg gefeiert hat. Und die Austria hat halt noch diesen Druck gehabt, auch aufgrund der letzten Wochen. Das wollen sie jetzt unbedingt schaffen, das müssen sie schaffen. Und erst dann ist die Saison halbwegs erfolgreich, wenn sie sich international qualifizieren. Und das heißt, jetzt über alle Playoff-Spiele gesehen, über alle 3 Playoff-Teilnehmer, würde ich schon sagen, dass man das Gefühl bei der Austria hatte, dass sie das am meisten wollen. Okay, ja, ich meine, hing ja auch für den gesamten Verein und für einige handelnde Personen einiges dran, weil es war zwar nachvollziehbar, aber eben dieser Trainerwechsel weg von Michi Wimmer oder eben zu entlassen, in Anführungszeichen, und mit Wegleitner weiterzumachen, war ja eben auch ein gewisses Risiko. Im Nachgang muss man sagen, alles richtig gemacht, weil Wegleitner 4 Spiele, 4 Siege, nicht nur in Anführungszeichen
Also es war ja nicht so, dass er sagt, ja, die Austria hat sich jetzt da komplett reingenudelt jetzt in den Europacup. Das war das große Ziel und er hat es halt irgendwie zusammengebracht, sondern eben, wenn man die nackte Bilanz liest, vier Spiele, vier Siege, mega souverän. Mhm. Ja, und jetzt da ist er makellos, wird sicher auch seinen Weg ins Museum finden, wie auch schon gesagt, und wird es wieder in die zweite Reihe zurückkehren. Also das war gestern eigentlich auch relativ deutlich, dass er nicht zu Strippen geht, wie wir vielleicht auch vermutet hätten, und wieder in die erste Reihe tritt als Chefcoach, sondern er wird Co-Trainer bei der Austria bleiben und wird dem neuen Trainer, der dann kommt, mit Rat und Tat zur Seite stehen und unterstützen. Und dass er Draht zur Mannschaft hat, das ist ja irgendwie klar. Und hoffentlich für die Austria dann nebenbei noch weiter die Pro-Lizenz dann machen, damit er parat stehen könnte, wenn dann irgendwann der Fall der Fälle eintritt, dass der Neue nicht so performt oder dass er so performt, dass er irgendwo weggeholt wird, wie auch immer. Genau, also das wäre das Traum. Also ich würde sagen, ein alter Titel unserer Sendung, Ende gut, alles gut. Gut, das heißt jetzt, die Austria steigt ein in der zweiten Quali-Runde der Conference League und ist dort gesetzt. Auslosung haben wir irgendwo gehört Mitte Juni, die erste Partie dann am 25. Juli und das Rückspiel am 1. August. Und genauso gilt es eigentlich für Rapid, bloß dass es hier die Europa League-Quali zweite Runde betrifft, ebenfalls gesetzt dabei und die Spieldaten sind die gleichen. Dann schauen wir mal. Das heißt, hier wird nämlich dann auch berücksichtigt werden müssen von UEFA, dass, nehme ich an, beide Teams eben nicht zu Hause spielen gleichzeitig. Wahrscheinlich, ja. Schätze ich auch. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend werden für beide Wiener Clubs, und dass wir gesetzt sind, also beide in der ersten Runde in dieser zweiten Quali-Runde ist auf jeden Fall kein Nachteil. Können trotzdem auch unangenehme Gegner werden, wenn ich sehe bei uns zum Beispiel Vaduz, ich weiß nicht, das könnte eine Hürde werden, oder auch Breiderblick war auch schon mal eine Hürde, also es ist jetzt nicht so auch gegeben, als gesetztes Team da aufzusteigen, der Anspruch muss es aber allemal sein, auch wenn wir in dieser Saison schon viel von über Anspruch diskutiert haben und von der Berechtigung über irgendeinen Anspruch von Wiener Fußball noch zu sprechen, haben wir auch diskutiert, aber jetzt mittlerweile mit diesem persönlichen Saisonergebnis kann ich wieder vollbrustig sagen, der Anspruch muss sein, eine Runde weiterzukommen, auf jeden Fall. Ja, und du weißt, der Anspruch und Respekt kann man sich nicht kaufen. Ja, aber auch wenn ich die Namen so durchgehe, ohne da eben despektierlich sein zu wollen, es gibt, glaube ich, einige unangenehme Namen und Gegner da drin, aber glaube ich, niemand, der jetzt auf den ersten Blick sagt, unmöglich ist. Also es wird natürlich auf die ganzen Entwicklungen der nächsten Wochen kommen. Wer kommt, wer geht. Denke mal, bei der Austria ist da noch mehr im, noch größere Fragezeichen da, gerade von den jüngsten Leistungsträgern. Bei Rapid natürlich das größte Fragezeichen noch Querfeld, wo eigentlich jeder nur darauf wartet, dass er geht und wohin er dann geht. Ja, und dann schauen wir mal, was dann halt noch an frischem Blut nachkommt. Naja, wobei bei Rapid ja die Gerüchteküche ja schon ordentlich brodelt. Also da simmert ja nicht das Wasser am Herd, sondern da kocht es ja schon. Also, ja, also ich bin schon. Ja da ein bisschen eifersüchtig, jetzt nicht, weil das jetzt in den Medien die ganze Zeit heißt Rapid und hat den am Stirn und den am Zettel. Aber wenn das alles aufgeht, dann ist es natürlich schon ein gutes Zeichen für Rapid oder auch gute Arbeit vom Katzer. Jetzt verpflichtungstechnisch, weil dann mit der Vorbereitung schon mit der gesamten Mannschaft beginnen werden kann. Und das ist natürlich super. Wenn die Neuzugänge dann nach und nach reinkommen, ist es dann natürlich ein bisschen suboptimal, weil man dann halt auch die Automatismen erst viel später und im Laufe der Saison lernen kann. Also so wie Katzer handelt, glaube ich, dass er das relativ, relativ gut und relativ sinnvoll macht. Ob das die richtigen Transfers sind, wird sich dann natürlich erst herausstellen in der Saison. Ja, das ist wie immer. Und ich meine, das war wirklich ja ein Novum, wenn man wirklich mal so früh den gesamten Kader oder sagen wir 99% des Kaders schon zusammen hätten. Und wäre mit Sicherheit eine coole Sache, weil ja für uns beide die Saison eben schon wieder relativ zeitig beginnt.
Genau, und da ist es bei der Austria transfertechnisch noch relativ ruhig und das Wasser ist vielleicht jetzt einmal auf dem Herd gestellt, aber der Herd ist noch nicht aufgedreht. Ist eh klar, wir müssen halt warten und schauen, wie können wir uns bewegen in diesem Sommer. Wird das Stadion jetzt verkauft und haben wir dadurch die Chance, die Schulden zurückzuzahlen und einen Teil des Verkaufs auch in die Mannschaft zu stecken? Oder muss man sich wieder mehr konzentrieren auf Leihspieler oder auf ablösefreie Spieler, die dann auch nicht viel kosten in den Gehaltskosten? Wer bleibt? Können wir Leute verkaufen? Wie schaut das Gehaltskonstrukt dann im neuen Kader aus? Und so weiter und so fort. Ich glaube, da wartet jetzt viel Arbeit auf Jürgen Werner und Manuel Ortlechner. Was vielleicht auch interessant ist, dass es bei der letzten Pressekonferenz vor dem Hartberg-Spiel eine Aufwartung vom Präsident, Finanzvorstand und Sportvorstand bei der Austria gegeben hat, die dann alle drei betont haben, wie gut sie zusammenarbeiten und dass diese Zusammenarbeit auf jeden Fall über diese Saison hinausgeht. Also sie sind jetzt mit der Kaderplanung beschäftigt, mit dem Stadionverkauf beschäftigt und so weiter und so fort und arbeiten für die Austria. Der Verein steht über allen und das wurde dann noch einmal betont. Das heißt, alle, die sich gewünscht haben, dass der Werner den Verein verlässt, sind jetzt enttäuscht und müssen hoffen, dass das Verhältnis zu den Fans wieder besser wird und dass er vielleicht doch funktioniert, wie wir alle oder wie viele erwartet haben, als er gekommen ist. Ja. Und ich übrigens auch immer noch erwarte. Okay, ja, und die Sachen Transfernews, dass es natürlich bei euch noch nicht so viel gibt, ist ja auch auf der anderen Seite irgendwo klar, weil jetzt erst am Dienstagabend das fix gemacht. Europacup oder kein Europacup und Jürgen Werner hat es auch in der Stellungnahme bei Sky gleich im Nachgang gesagt, durch das, dass man sich jetzt erstmal international qualifiziert hat oder eben mit in der Quali mit dabei ist, macht das die Sache einfacher natürlich für gewisse Abschlüsse. Ja, wobei ich trotzdem denke, dass du die Quali mal überstehst, ist es halt schon noch, sind es halt dann schon noch einige Runden und es hat noch nie ein Team geschafft, von dem frühen Stadium dann wirklich sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Es hat noch nie ein Team geschafft, das heißt, es wird ihm ein erstes Team geben, aber das muss es halt auch einmal schaffen. Und ob das jetzt wirklich das schlagende Argument für einen Wechsel zur Austria ist, das wage ich jetzt schon ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich gebe dir schon recht, so an diesen Europacup-Orden, den man sich da anheften kann, jetzt da die nächsten Wochen, das ist schon ganz gut. Ja, und ich denke mal, du willst da jetzt weder zur Austria noch zu Rapid ziehen. Glaube ich mal, sich in zwei Spielen fix international präsentieren zu können, ist schon mal besser wie nichts. Genau, aber apropos Gerüchte Küche, letzte Sendung noch ein Gerücht, jetzt schon unterzeichnet, Louis Schaub wird zu Rapid zurückkehren. Eine Bartfrisur hat eine schönere als du. Du, das ist Ansichtssache. aber ja, jetzt im fortgeschrittenen Alter, sag ich mal, beim eigentlich besten Fußballer von 29 Jahren, kehrt er also nach Österreich zurück, zu Rapid, nach einigen Auslandsstationen, wo es mal besser, mal schlechter lief, war er und dann bei Köln, war beim HSV, war zuletzt bei Hannover, dazwischen zeitig ist er für den gewesen, in die Schweiz. War jetzt bei Hannover in der ersten Saison, hat er relativ gut eingeschlagen, vergangene Saison eher nur als Ergänzungsspieler oftmals hinzugekommen, dann aber trotzdem gegen den KSD getroffen zum Beispiel. Also auch da ist einiges möglich und bei Rapid, ich habe schon ein bisschen gemutmaßt, macht vielleicht dann nur Sinn, wenn Seidel geht, aber es gab jetzt auch schon die ein oder andere Ergänzungen, dass er auch mit Seidel in Kombination gut funktionieren kann, soll, könnte. Ich meine, er war auch immer einer, der am rechten Flügel sich einigermaßen wohlgefühlt hat und auch dorthin rochieren könnte. Er war lange jetzt auch ein bisschen so Licht und Schatten, mal besser, mal ein bisschen schlechter. Also ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, was natürlich definitiv mir schon klar war und auch jetzt zum Beispiel in Abseitsanalyse ganz klar schon nochmal hervorgekehrt worden ist, für eine wirkliche Pressing-Waffe war Louis Schaub noch nie, wird auch jetzt nicht sein und wahrscheinlich in Zukunft ebenso wenig. Und da gibt es dann eben andere hier an vorderster Front, diese Pressing-Situation auszulösen und wirklich umzusetzen. Da muss man schauen, wie sehr er da in die Pflicht genommen werden soll, kann, darf. Und ansonsten vielleicht eher solche so als mit kreativer Geist ein bisschen zurückhalten kann und eher dann, wenn der Ball erobert wurde, auf die Umschaltsituation und die Kollegen in Szene zu setzen, konzentrieren darf. Aber ansonsten bringt er mit Sicherheit, was ja auch in der Vergangenheit oftmals bemängelt wurde, eine größere Kadertiefe mit,
Es sollte jetzt bei Matthias Heidel im Mittelfeld nichts noch passieren, dass er uns abhanden kommt. Und von dem kann dann der Peter Flang sich, denke ich mal, nur profitieren. Wobei ich dann auch sagen muss, dass es ja, oder der Trend im Fußball geht ja jetzt weg von diesem ganz argen Pressing, wo du lauter Pressing-Spieler brauchst, die da nur anlaufen und versuchen, den Ball zu erobern und dann schnell nach vorne spielen. Also der Trend, also so auch wie ich es jetzt da, wie man es jetzt bei Salzburg zum Beispiel sieht, aber auch bei Sturm. Und das sind ja halt schon noch die, die wir uns jetzt zum Vorbild nehmen, auch spielerisch. Ich glaube, da kann ich sowohl für Rapid als auch für die Austria sprechen, dass da jetzt da schon ein Pressing gespielt werden soll, aber das spielerische Element soll nicht zu klein sein. Deswegen braucht es auch in jeder Mannschaft so jemanden wie Fitz oder auch vielleicht wie Schaub, der dann auch den Unterschied mit intelligenten Spielzügen, Passes, Varianten und so weiter machen kann. Deswegen finde ich den Schaub-Transfer wahrscheinlich gar nicht so blöd. Nee, blöd ist er keinesfalls. Und wie so oft, wie jetzt gesagt, was bringt die Wim Entlassung, wie performt Wegleitner? Ist es jetzt wirklich so toll, XY oder jetzt auch mit Schaub? Im Nachgang sind wir dann wie immer dann schlauer. Im Vorhinein ist viel Kaffee Zutlesen mit dabei, aber blöd finde ich es auch definitiv nicht. Ich war vorher ein bisschen zwiegespalten, so hin und her gerissen, aber erstens ist jetzt da, zweitens, ja, es sind allein schon auch, so wie bei dir mit Dragovic mit Sicherheit auch, schöne Erinnerungen an erfolgreichere Zeiten verbunden mit so einer Personalie und erzeugt allein schon damit erst einmal ein gutes Gefühl und ich hoffe und denke auch, dass er halt diese Qualität, die er definitiv hat, mit auf den Platz bringen kann und Rapid in der nächsten Saison Anführungszeichen noch konkurrenzfähiger macht. Das ist auf jeden Fall seine Hauptaufgabe, die er auszufüllen hat. Und das wird auf jeden Fall auch spannend zu beobachten sein, weil ja gerade diese Rückkehrer ja dann halt auch oft Erwartungen bei den Fans erwecken, die dann auch sehr schnell enttäuscht werden können. Und das gilt jetzt auch einmal da vielleicht ein bisschen tief zu stapeln, auch von seitens von den Rapid-Offiziellen und da mal abzuwarten. Genau, also bei Rapid ist jetzt eher auch eine Diskussion oder wurde schon angekündigt von Coach Klaus, dass jetzt in der Verwaltung mehr auf so ein Zweistürmer-System auch gelegt wird, dieses einzustudieren, damit es wirklich voll intus ist, wurde jetzt ja in den letzten Partien schon das eine oder andere Mal auch am Platz tatsächlich angewandt. Und in Summe muss man dann halt schauen, wie sehr diese Pressevariante mit drin ist. Ist es immer nur situativ oder soll es wirklich noch mehr durchgezogen werden in manchen Partien? Und dann wäre halt schon hier so in Summe die Frage, ist es sowas praktikabel mit einem zwischen Majule vorne drin und einem Schaub dann auch noch im Mittelfeld, die in diese Richtung vielleicht nicht so prädestiniert sind, das dann auch umzusetzen. Genau. Gut, so viel zur Transfergerüchteküche. Ja gut, aber ein Punkt ist natürlich noch der, du sagst es, bei uns kocht viel. Emir Karic wird hochgehandelt mit Darmstadt, jetzt gerade aus der deutschen Bundesliga abgestiegen, dort eigentlich Stammkraft gewesen, glaube ich, 26 Partien insgesamt gemacht. Linke Verteidiger wäre das heißt entweder als Konkurrent zu Auer eine große Option oder eben hier wird auch gemunkelt, dass Auer vielleicht den Verein verlässt, dann eben als Ersatz für Auer. Dann ist schon fix, dass Pascal Fallmann nicht mehr zur Rapid zurückkehrt, weil er an Freiburg 2 verliehen und wechselt jetzt innerhalb der dritten Liga zu Erzgebirge Auer. Ja, finde ich ja ein bisschen schade, dass halt hier so ein selbst herangezüchtetes Talent jetzt gar nicht mehr in Frage kommt für die Kampfmannschaft und auch nicht vielleicht noch eine Vorbereitung versucht wird. Auf der anderen Seite kommt natürlich so nochmal ein bisschen Geld, zumindest die Ausbildungsentschädigung mit rein und U-Spieler ist und war er auch. Schauen wir mal, wie hier dann der weitere Plan ist und wer hier dann noch bei Rapid aufschlägt, weil gerade bei der Außenverteidigerposition muss ich definitiv noch was tun. Bei der Austria gibt es eigentlich derzeit noch wenig Zugangsgerüchte. Abgangsgerüchte gibt es von zum Beispiel Huskovic zu Sturm. Aber ja, die Vereinsseite, die hat dazu noch nicht wirklich Stellung genommen, beziehungsweise hält sich bedeckt. Aber ja, wir halten euch da bei auf dem Laufenden, spätestens ab Juli dann wieder. Genau, so schaut's aus.
Stefan, bevor wir dann zu unserem kleinen Rückblick kommen, gibt es ja auch noch News oder wurde ja auch noch gespielt, was wir noch nicht behandelt haben, in der Frauen-Bundesliga noch. Genau, in der Frauen-Bundesliga, die ist jetzt da auch schon abgeschlossen worden. Da gab es jetzt das letzte Spiel am vergangenen Wochenende. Da haben die Austria-Damen die Altacherinnen empfangen und haben da sich mit einem Unentschieden, mit einem 3:3 Unentschieden aus der Frauen-Bundesliga verabschiedet, sind, ich würde jetzt sagen, auch guter Fünfter geworden, haben den Rückstand zu den Sturm Graz-Frauen nicht mehr wettmachen können, befinden sich dann oder haben die Saison irgendwie in einem Niemandsland in der Tabelle beenden müssen. Aber sie sind 2024 ungeschlagen. Die Altacherinnen war eigentlich das Team neben St. Pölten der Hinrunde, haben sehr lange nicht verloren und zählen sicher zu den stärksten Gegnerinnen, die man dieses Jahr hatte in der Frauenbundesliga. Und da haben sich die Frauen doch relativ gut geschlagen und waren dann sogar mit 3:1 in Führung und das in der 38. Minute, was eigentlich schon, sage ich mal, ein erster Fuß Richtung Ziellinie mit 3 Punkten bedeutet hätte. Es hat dann aber nicht sollen sein und es wurde dann doch ein 3:3 zum Schluss. Man hat die Führung, die 2-Tore-Führung, leider nicht über die Distanz bringen können. Was jedoch schön war, ist, dass Verena Volkmar zum 1:0 getroffen hat in der 23. Minute. Und damit ist sie auch die Torschützenkönigin bei den Frauen geworden. Das heißt, der fünftplatzierte Austria Wien hat in ihren eigenen Reihen die Torschützenkönigin, die Verena Volkmar. Und das ist auch eine schöne Auszeichnung und ein schönes Zeichen, würde ich sagen, oder? Sicher, auch über solche Titel kann man sich immer freuen und wenn man weiß, da hat dann solche Qualität mit dem Kader, dann ist es ja auch eine Auszeichnung. Genau, und dann gab es noch weitere Auszeichnungen in der Frauenbundesliga. Zur Spielerin der Saison wurde Claudia Wasser von Vienna gewählt und Verena Volkmar war da an zweiter Stelle gereiht. Punkte gleich mit Maria Mikolajova von St. Pölten. Bei den TorhüterInnen der Saison ist Larissa Heidner auf Rang 3 von der Austria und beim Wahl zum Trainer der Saison ist Stefan Kenesei auf Platz 2 für die Austria. Also in jeder Kategorie haben wir da Leute unter den Top 3. Das ist auch ein schönes Zeichen. Und wenn man es jetzt schafft, die Mannschaft zusammenzuhalten und den Kader punktuell zu verstärken, wo man einfach Verstärkung braucht, dann wird das in der nächsten Saison hoffentlich eine bessere Platzierung als ein fünfter Platz. Und davon ist Stand jetzt doch auszugehen. Ja, ich denke, auch da wird es ja immer darauf ankommen, wie sehr kann man sich verstärken, wer kommt abhanden, was macht die Konkurrenz. Aber, genau. Aber ich sage mal, nächste Saison Top 3 wird schon nicht unrealistisch sein. Genau. Und wenn man sich auch anschaut, die letzte Saison, die Entwicklung von der letzten auf diese Saison mit dem ganzen Kaderumbruch und man hat ja auch jetzt in den Interviews gesagt, dass man jetzt da auch ein bisschen eine Konstanz reinbringen will, dann gehe ich schon davon aus, dass der Großteil des Kaders zusammengehalten werden soll und dass man da auch mit dieser Konstanz dann auch besser wird, weil man dann halt schon länger zusammenspielt und das ja auch der Fußball oft zeigt, je länger ein Team zusammengehalten werden kann und auch zusammenspielen kann, desto erfolgreicher performt das jetzt auch. Deswegen, das ist ja auch ein Grund, warum die beiden Wiener Clubs Austria und Rapid, also die Männermannschaften, da so schlecht sind in den letzten Jahren, weil gefühlt jedes Jahr ein Umbruch stattfindet und da kann man ja dann auch nicht wirklich erwarten, wenn man immer wieder von Null beginnt, dass man da jetzt auf einmal viel besser performt, dass es so Ausrutscher gibt, wie das Jahr, wo die Austria Dritter worden ist. Okay, das nimmt man dann auch mit Handkuss, aber es heißt eigentlich auch nichts Gutes. Und wenn ich mir jetzt die Sturmmannschaft
anschaut, die eigentlich im Kern seit 4 Jahren so existiert und immer punktuell verstärkt wurde und jetzt da halt die Früchte der Arbeit geerntet worden konnten, dann sehe ich auch als Konstanz, dann sehe ich auch Konstanz als etwas, was den Wiener Clubs in den letzten Jahren wirklich abgeht. Und wahrscheinlich neben Konstanz auch Geduld. Ja, ja. Wobei. Wo ich jetzt da unwissentlich, aber im Endeffekt doch schön zum Saisonrückblick übergeleitet habe. Ja, Stefan, hast du wunderbar gemacht. In der kommenden Saison wird es aber, um noch ein Wort dazu sagen, definitiv so sein, dass wir noch mehr über die Frauen berichten werden, weil ja dann auch Rapid im Ligabetrieb sein wird und wir dann eben diese beiden Ligen, das heißt Bundesliga und die Wiener Liga mit einfließen lassen und dann auch Teil des Tippspiels sein wird. Genau. Gut, beim Saisonrückblick haben wir gesagt, lieber Stefan, dass wir das jetzt nicht so mega ausführlich machen, wie wir es in der Vergangenheit schon gemacht haben, alles Monat für Monat durchgehen, sondern uns generell darüber auslassen, was wir von der vergangenen Saison halten, beziehungsweise gehalten haben, was unsere High- bzw. Lowlights waren und auch spielertechnisch so unsere ja, Stars und Sternchen küren wollen. Genau. Würde ich aus Rapid-Sicht einfach mal anfangen. Ja, wir waren jetzt am Montag beim Symposium von der besten Liga der Welt. Liebe Grüße auch nochmal an dieser Stelle und Glückwunsch zur 200. Runde, zum Jubiläum. Und da war ja natürlich auch eine illustre Runde mit einem Experten von Ballesterer, der ebenfalls Rapid-Fan ist und gemeint hat, die Saison war einfach nur scheiße. Ja. Würde ich jetzt nicht 1:1 unterschreiben, sondern sicherlich hat man sich, wie so oft, mehr erhofft, mehr erwartet. Gerade in, glaube ich, mitentscheidenden Phasen hat die Mannschaft dann nicht das gezeigt oder abrufen können, was man sich oft hat. Aber ich würde jetzt, glaube ich, das Ganze als mittelprächtig bezeichnen und vielleicht so Schulnoten, ja, 3 bis 4 ansiedeln. Also im österreichischen System, wo es ja nur bis 5 geht. Im deutschen System, wo es bis 6 geht, hätte ich dann gesagt, ist eine 4. Ja, genau, weil wir haben ja auch die deutschen Zuhörer mit dabei. Und ja, zwei Highlights wahrscheinlich, 2 bis 3 Highlights, eines gleich relativ früh in der Saison war natürlich der Heimsieg in der Conference League Quali zu Hause gegen Florenz, was wirklich, ja, ich glaube, es teilt sich Platz 1 natürlich mit dem ersten Derby-Sieg, der tatsächlich dann doch endlich mal im neuen Stadion eingefahren werden konnte. Und gewisse Coolness-Faktor hat dann natürlich auch noch dieses 2:0 zu Hause in Runde 30 gegen Salzburg gehabt, wo im Vorfeld überhaupt nicht nach der gerade erfolgten Cup-Niederlage damit zu rechnen war. Und deswegen irgendwo umso schöner war, auch die mal wieder in die Schranken zu weisen. Auch wenn die ihren Teil selbst dazu beigetragen haben, was auch unbestritten sein soll an dieser Stelle. Lowlight, ganz klar natürlich die Niederlage, erneute Niederlage im Cup-Finale, war wirklich, glaube ich, nicht nur für mich, sondern allgemein für die grün-weiße Szene ein ordentliches Ding in die Fresse. Und dass man dann wirklich nicht so lange hat dran knabbern müssen, hat mich irgendwo überrascht. Und dass es dann tatsächlich irgendwie gelungen ist, eben die Saison halbwegs versöhnlich mit Rang 4 zu beenden, ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite lobenswert, dass dann natürlich irgendwie so ein fahler Nachgeschmack bleibt, indem man vor relativ vollem Haus zu Saisonabschluss im Heimspiel dann sich von Hartberg vorführen lässt, bitte sich, ja, aber doch in diese Richtung vorführen lässt und 0:3 verliert, ist natürlich kein schöner Ausklang, auch für so manchen scheidenden Spieler kein schöner Abschied gewesen. Aber ja, ist so hinzunehmen und ich hoffe an
an die, in der Einstellung mancher Spieler wird gearbeitet, beziehungsweise wird es sich dann über kurz oder lang eben auch nur noch diese Spieler in die richtige Einstellung an den Tag legen. Bist du jetzt da, ich habe dich ja miterleben müssen, auch die letzten Wochen natürlich, und ich habe auch eine große Leere bei dir verspürt nach dem Cup-Finale, auch wenn Rapid danach doch wieder in die Spur, überraschend in die Spur gefunden hat und den vierten Platz absichern konnte, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass dich das trotzdem jetzt nicht so euphorisch und euphorisiert hat und nicht so befriedigt hat, so quasi als Wiedergutmachung. Was geht in dir vor, wenn du an die nächste Saison zum jetzigen Zeitpunkt denkst? Hast du da schon wieder Bammel, dass es in die eine wie in die andere Richtung gehen kann, oder bist du guter Dinge, dass man sich relativ früh schon für die Top 6 qualifizieren kann, einmal als erstes Ziel? Na, ich oder wir sind jetzt nach der Saison, ist vor der Saison dann immer wieder gute Dinge und dann hier und jetzt schaub und das klingt eigentlich hier so ganz gut und das macht hier auch Hoffnung und tatsächlich jetzt vielleicht ein System dauerhaft adaptiert, auf das man wieder vollsetzt oder zumindest immer wieder situativ einsetzen kann mit zwei Stürmern, klingt auch gut. Ja, auf dem Papier klingt es gut. Wie man es dann tatsächlich auf dem Platz rüberbringt, kann eine ganz andere Geschichte sein. Hoffe ich natürlich jetzt auch das Beste. Ich würde es als positiv gestimmt schon bezeichnen. Leicht euphorisch, aber es ist jetzt doch noch weit weg. Und natürlich freue ich mich, dass es losgeht, dass wir international zumindest vier Spiele haben werden. Weil selbst wovon jetzt nicht auszugehen ist, wird die Auslosung abwarten müssen, mal schauen muss, was in der ersten Quali-Runde zur Europa League passiert. Ich denke mal, die Hürde sollte und kann man auf jeden Fall nehmen. Und selbst wenn es nicht, dann geht es zumindest noch in eine Conference League-Quali weiter. Also ich bin doch ganz gute Dinge, dass man es dieses Jahr oder diese Saison tatsächlich wieder schafft, in so eine Gruppenphase zu kommen. Europa League wäre natürlich noch besser wie Conference League, ganz klar, auch weil man noch mehr Spieler hat als in der Conference League. Und deswegen bin ich Stand jetzt schon recht positiv gestimmt. Ja, wir können gespannt sein. Ja, und also willst du jetzt gleich so weitermachen und dann switchen wir zu den Spielern. Wie du magst, ja, kann man machen. Ja, dann spiele ich jetzt erstmal den Ball zu dir. Du sagst so allgemein dein Fazit zur Austria-Saison und dann gehen wir näher auf die Spieler. Super vorbereitet haben wir uns und super abgesprochen haben wir uns. Naja, das Grundgerüst steht. Ja. Ich würde die Saison als eine eher schlechte Saison einordnen. Also ich würde auf einem Schulnotensystem einen Vierer geben, genügend. Und es war auch genügend, weil es hat gerade noch gereicht für einen Europacup-Qualifikationsplatz. Das erklärte Ziel der Top 6 wurde verfehlt, wenn auch sehr unglücklich. Aber darüber wird man in ein paar Jahren auch nicht nur sprechen, sondern man wird nur sagen, die Austria hat sich dann nicht qualifiziert für die Top 6 und sind eben unten gewesen in der Qualifikationsgruppe. Highlights zu finden in dieser Saison fällt mir irrsinnig schwer. Es hat zwar auch wirklich sehr prickelnde Momente, vor allem im Stadion gegeben, auch dieses Warschau-Spiel, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das war eine ganz besondere Aura, auch wie man da dann wieder versucht hat, da dran zu kommen und dann doch sich für die Verlängerung kurzzeitig qualifiziert hat, zweimal und dann halt doch wieder im Gegenstoß. Das war stimmungsmäßig schon ein Highlight, weil ich die Generali Arena phasenweise selten so laut erlebt habe wie bei diesem Spiel. Aber als Highlight würde mir jetzt da einfallen, das 0:0 gegen Rapid im Grunddurchgang. Das war jetzt ein 0:0 und man hat nicht gewinnen können gegen Rapid. Man hat seit langer Zeit einmal wieder mal eine Saison als Austria gespielt, wo man nicht gegen den Erzrivalen gewinnen konnte. Das tut schon ein bisschen weh, aber das 0:0, das war schon ein Highlight für mich, weil mit 9 Mann am Platz zu stehen und kein Tor zu kassieren und da als Kollektiv dann zusammenzuwachsen und sich in dem Match die Kraft zu nehmen, um einen Lauf zu starten und zu holen, Da hat man gezeigt, wie man da mental auch, welchen Impact so eine mentale Leistung auch haben kann. Und das war schon einzigartig, dass man das jetzt dann nach wie vor geschafft hat und dann aufgrund
dieses Spiels eben Kraft geschöpft hat und dann eben so einen Lauf starten konnte, wo man ja dann im Endeffekt wirklich ganz knapp die Top 6 dann verpasst hat. Und ein Lowlight war für mich natürlich die Quali-Gruppe. Also sowas auch von meiner Seite jetzt, ich habe auch schlecht performt, nicht nur im Podcast schlecht performt, sondern auch im Stadion wahrscheinlich schlecht performt, genauso wie die Spieler. Ich war einfach so gebrochen, unter Anführungszeichen, dass wir diese Quali nicht geschafft haben für die Top 6, dass es dann elends lang gedauert hat, bis ich mich da wieder motivieren konnte. Und das hat auch der Wege jetzt geschafft mit seinen 4 Siegen zum Schluss, dass man zum Schluss dann wieder eine Freude hatte, die Austria zu sehen und dass man sich gefreut hat, dann nochmal ins Stadion zu dürfen und es nicht als Last gesehen hat, dass man da jetzt noch das Playoff spielen muss. Also das war so irgendwie bei mir das Lowlight diese blutleeren Auftritte in der Quali-Gruppe der Mannschaft in erster Linie natürlich, dass man gegen den Tabellenletzten und Absteiger 2-0 verliert und so weiter. Das war quasi die Spitze des Eisbergs. Und das war dann für mich eben auch schade, dass man da jetzt den Michi, wie man dann entlassen hat und eben jetzt wieder einen neuen Weg einschlägt oder einen neuen Trainer sucht und finden wird und dann quasi wieder bei Null beginnt, was halt jetzt für eine Entwicklung der Austria, so wie wir es wollen, wir Fans es wollen und wir es auch erwarten, wieder ein Schritt zurück ist natürlich, weil man da jetzt wieder geduldig sein muss und die Kontinuität und die Geduld jetzt quasi wieder resettet wird und man wird halt wieder von Null beginnen und das ist halt für mich dann auch ein Lowlight gewesen. Das heißt, ich schaue jetzt auch nicht positiv und voller Vorfreude in die nächste Saison, sondern ich muss da jetzt mal abwarten, wie es wird. Jetzt? Wieder? Okay. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Gehabt. Das heißt, für dich war die Derby-Niederlage, bei der du auch live im Stadion warst, jetzt gar nicht so ein Lowlight? Nein, war gar kein Lowlight, weil das hat uns Rapid relativ schnell verarbeiten lassen mit den Aktionen, die dann danach waren. Das war nämlich, man hätte da jetzt auf der Austria wochenlang herumtrampeln können, aber ich glaube schon 2 Stunden nach dem Spiel wurden die ersten Videos im Internet herumgereicht. Also das hat sich Rapid dann sehr schön kaputt gemacht, diesen Derby-Sieg und die Schadenfreude war dann höher also größer als der Schmerz über die Niederlage. Okay, ja gut, sicher, das musste ich jetzt eigentlich auch noch als Lowlight anbringen, so diese Vorkommnisse nach dem Derby, ja. Die waren mit Sicherheit auch, wie du sagst, haben uns heruntergezogen, hat kein gutes Licht auf die Rapid und auf die Spieler geworfen und hat uns Sperren beschert, die dann wieder weiterreichende Folgen für andere Spieler hatten. Also war ein schönes Eigentor. Genau. Ja, wer war dein Spieler der Saison und wer war dein Flop der Saison? Ja, Spieler der Saison, Marco Gröll. Also ich glaube, ohne den hätte es für Rapid wesentlich schlecht ausgesehen. Aber mit dem habt ihr auch nichts gerissen. Ja, klar. Nee, es ist ja definitiv so. Hat zweimal mit ihm dann noch die Chance gehabt, im Cupfinale einen Titel zu holen. Hat beide Male nicht funktioniert. In der Liga sowieso weit weg vom Titel gewesen. Also von daher, ja, wir haben schon hier und da besprochen in unserer Stammtischgruppe. Hätte man, glaube ich, vom Blog Westseite schönere Worte finden können, um ihn zu verabschieden, wobei er im Nachgang eine schöne Verabschiedung noch bekommen hat. Aber ist ja nichts dran, was jetzt irgendwo falsch wäre oder falsch gewesen wäre. Und die Frage ist, ob man ohne ihn und sein Zutun und seine Leistung überhaupt geschafft hätte, in die Top 6 zu kommen. Und dann hätte die ganze Geschichte auch wieder noch ganz anders ausgesehen. Von daher sage ich ganz klar, Marco Gröll. Flop ist, finde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen arg, aber ich glaube, von dem Punkt her, dass er gerade auch zum Ende der Saison, glaube ich, ziemlich außer Form war und ich mir in Summe mehr erwartet hätte, war, glaube ich, Jonas Auer, der
hat immer wie hier und da wieder tolle Rettungsaktionen und Flanken gehabt, aber dann oftmals auch wieder Pässe und Flanken ins Niemandsland, Bälle, die er stoppen wollte und ins Ausgegangen sind. Und furchtbare Fehlpässe, gerade in der Vorwärtsbewegung, die den Gegner eingeladen haben zu Geschichten. Also sollte er Rapid erhalten bleiben, gibt es hier definitiv sich zu steigern, sich zu verbessern und in vielen Bereichen, sage ich jetzt mal, zuzulegen. Dann für mich der Aufsteiger im letzten Drittel vielleicht jetzt halt nicht mehr so präsent und auch so in der Topform, wie es vorher war. Aber ich denke mal, als vorheriger Zweitligaspieler und noch keine Erfahrung in der Bundesliga und jetzt ist das erste Jahr in der höchsten Spielklasse und dann gerade, finde ich, in den ersten zwei Dritteln so gute Leistungen, oftmals auch konstante Leistungen, absolut wie Matthias Seidel, sich dann, denke ich mal, jetzt auch nicht unverdient, dann Einberufung ins Nationalteam geholt, ob jetzt tatsächlich mit zur EM fährt oder nicht. Also ich denke mal, dass er diese Einsätze jetzt mal getätigt hat, das kann ihn niemand mehr nehmen und ist, denke ich mal, sowohl für ihn als auch für den Verein irgendwo schon oder die Arbeit in dem Bereich gewisse Auszeichnung. Schade ist es irgendwo, dass es diese Bande, die man gefühlt hat, die war bei Blau-Weiß-Linz noch da, mit ihm und Maiolo, dass die sich blind verstehen, nicht so da war, weil, ich denke mal, ja, haben beide jetzt nicht über mega viele Spiele am Stück immer zusammengespielt, aber trotzdem, da hätte ich mir vielleicht mehr Connections noch erwartet, dass Maiolo vielleicht öfters noch super in Szene setzt, aber prinzipiell, glaube ich, ist einer, der auf der einen Seite immer extrem viel rackert, was natürlich Marco Krull auch da hat, der ein gewisses Spielverständnis hat, der den Ball in die Tiefe spielen kann und der hoffentlich zusammen mit Louis Schaub in der Zukunft ein gutes Duo hier im zentraloffensiven Mittelfeld darstellen wird. Ja, dann komme ich zu meinen dreien. Ja, die violette Seite, bitte. Die Viola-Seite. Also mein Spieler der Saison ist, da bin ich halt jetzt wirklich sehr subjektiv, aber ist James Holland. James Holland hat uns jetzt in den Europacup geschossen, war da, wenn man ihn gebraucht hat. Hat sich von wirklich auch schlechten Leistungen, die er für die Austria gebracht hat, da nicht abbringen lassen und hat weiter gekämpft, hat weiter um einen Startplatz gekämpft, hatte den zum Schluss dann unter Michi Wimmer auch wieder, jetzt unter dem Wegleitner hatte er den auch und war einfach auch aufgrund seiner Erfahrung immer da, wenn die Austria ihn gebraucht hat, hat auch von den Fans sich vieles anhören müssen, auch im Laufe der letzten zwei Jahre und hat jetzt da seinen krönenden Abschluss gefeiert und das freut mich für ihn, das freut mich für die Austria und das freut mich für mich, weil das ja auch schon seit 2013 in der Meisterschaftsmannschaft 2013 einer meiner Lieblingsspieler war und auch immer in meinem Herzen bleiben wird. Mein Flop der Saison heißt Romeo Vucic. Natürlich könnte ich auch jetzt da einen Manuel Polster erwähnen, der aus disziplinären Gründen dann zum Schluss gar nicht mehr im Kader aufgeschieden ist. Tue ich nicht, so einfach mache ich es mir nicht. Ich möchte es nämlich auch begründen. Ich bin auch einer der größten Vucic-Fans, die es gibt und habe sehr lange nicht verstanden, dass er nicht gespielt hat. Und hat sich dann in die erste Mannschaft auch gekämpft, vor allem nach dem Winter hat er sich in die erste Mannschaft gekämpft und ist eigentlich zum Stammspieler geworden, hat einen Andi Gruber aus der Mannschaft geschmissen und durch seine rote Karte hat er sich dann aus der Bahn werfen lassen und hat dann eigentlich auch nicht mehr zu alter Stärke gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ist das so ein sensibler Spieler, der noch so jung ist und dem sowas wirklich aus der Bahn wirft oder hat er dann das Vertrauen vom Trainer einfach nicht mehr bekommen? Hat er sich aufgrund dessen, dass er sich da jetzt in die Mannschaft gespielt hat und gekämpft hat, dann zurückgelehnt und hat geglaubt, jetzt geht alles automatisch? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mehr aus dieser Chance gemacht hat, weil ich hätte mir da mehr erwartet und hoffe, dass er nächste Saison wieder mit frischen Kräften unverletzt neu
angreifen kann und starten kann und da wieder an die Leistungen anknüpfen kann, die er dann zum Anfang des Jahres 2024 gebracht hat. Und der Aufsteiger der Saison ist das junge Talent Johannes Handel, der wirklich Woche für Woche seine Leistung bringt, bei Vorstößen dabei ist, Spielzüge einleiten kann, aber auch hinten eben immer zur Stelle ist und ein Zweikampfspieler, zweikampfstarker Verteidiger geworden ist. Also der ist wirklich, auch wenn er schon stark begonnen hat in der Saison und eigentlich der Aufstieg schon in der letzten Saison gestartet hat, trotzdem noch immer für mich ein Aufsteiger der Saison, weil es bei der Austria auch gar nicht so üblich ist, dass ein Spieler über die ganze Spielzeit die Konstanz behält, und das hat er gemacht. Also wenn er gefehlt hat, ist er wirklich abgegangen, und wenn er am Spielfeld war, hat er immer seine Leistung gebracht. Deswegen Johannes Handel, Joe Handel, mein Aufsteiger der Saison. Okay. Wie, es gab jetzt auch im letzten Match trotz des Erfolges einen weiteren Platzverweis. Ist vielleicht die vielen Platzverweise bei der Austria irgendwie auch so ein bisschen Lowlight für dich gewesen? Das ist natürlich auch ein Danke, dass du mir noch Lowlights nennst. Ja, gerne. So wie ich dir die Derby-Niederlagsfeierlichkeiten. Ja, ist natürlich ein Lowlight, und Moritz Wels muss sich da auch selbst hinterfragen, weil es dann schon auch ein bisschen mit Spielintelligenz zu tun hat, wie ich wann in Zweikämpfe reingehe und wo ich auch wie riskant in Zweikämpfe reingehe. Das hat er offensichtlich noch nicht im Griff, weil das ist das zweite Mal passiert. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der Potenzial hat, ein Spieler, der der Austria weiterhelfen kann, und ich glaube auch noch der Austria weiterhelfen wird. Das ist jetzt seine erste Saison, oder eigentlich seine erste Halbsaison, die er wirklich in der Bundesliga verbracht hat und sich dann auch phasenweise einen Stammplatz in der ersten Elf erkämpft hat. Da darf man noch darüber hinwegsehen, aber jetzt ist auch der Welpenschutz bei ihm vorbei, und in der nächsten Saison muss er liefern. Und darf schon noch gelbe Karten bekommen, aber wenn er eine gelbe Karte hat, dann muss man halt dann auch dementsprechend intelligent spielen. Ja, oder es muss halt so eine Situation sein, wo man sagt, okay, da hat er jetzt Gelb-Rot ziehen müssen, um der Mannschaft einfach zu helfen, und sowas halt einfach schadend und blöd. Aber es ist halt auch... 10 Platzverweise sind schon nicht ohne Stefan. Ne? Genau, also, das meine ich ja. Also wollte ich jetzt sagen, so am Riemen auch wenn jetzt, auch wenn jetzt nicht jede rote Karte oder gelb-rote Karte eine gelb-rote Karte ist, wie es der Michi, wie man auch in einer Pressekonferenz richtigerweise gesagt hat, ist es dann trotzdem unterm Strich zu viel, weil du schwächst dich dadurch auch nur selber. Und man muss da halt auch intelligenter sein, und wenn ich dann schon weiß, dass die Spieler anfällig sind, dann muss ich dann halt umstellen oder austauschen oder wie auch immer, dann kann ich dann halt so auch nicht weiterspielen lassen. Da muss ich einen Spieler der Gewiss, in die Gewissen der Spieler reden, und da muss ich halt noch kaltschnäuziger und abgeklärter am Platz auftreten. Und das darf uns nie wieder passieren, dass wir so viele rote Karten bekommen in einer Saison. Weil ich schätze schon, dass wir ohne den roten Karten wahrscheinlich schon noch eine andere Saison gespielt hätten. Ja, vielleicht, ja. Ja, nicht vielleicht, sicher sogar. Also da lege ich die Hand auf ins Feuer, dass wir da vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr gemacht hätten und damit wahrscheinlich auch in den Top 6 gelandet wären. Aber Meisterschaft wäre sich knapp nicht ausgegangen, trotzdem. Meisterschaft wäre sich knapp nicht ausgegangen, aber wahrscheinlich auch erst in der letzten Runde entschieden. Nein, aber stell dir vor, wir hätten das Derby mit 11 Mann beendet, zum Beispiel. Rapid war an dem Tag nicht gut drauf, hat sich selbst nicht viel zugetraut, hat gegen 9 Mann kein Tor schießen können, nicht einmal Torgefahr ausstrahlen können. Hätten wir das Spiel mit 11 Mann zu Ende spielen können, hätten wir Rapid vielleicht früher oder später auch knacken können. Vielleicht, ja. Ja. Man weiß es jetzt nicht, aber wir reden ja auch in dem Podcast, wir haben ja auch den Podcast, dass wir Hetti Varitati Sachen auch ein bisschen besprechen können. Jo, logisch, klar. Ja. Kein Ding. Wäre natürlich auch interessant gewesen, wäre es mit Michi Wimmer, hätte man es trotzdem gepackt, wie wäre es mit Zoki Barisic weitergegeben, hätte man ihm die Zeit gegeben. Alles hypothetische Dinge, aber die schon echt sehr spannend gewesen wären oder spannend sind, sich darüber die Gedanken zu machen, aber ja, die Realität ist eben eine andere, und nachdem du mich gefragt hast, wie ich es jetzt für die Zukunft sehe oder wie meine Stimmung im Hinblick auf die kommende Spielzeit ist, wie sieht es da bei dir aus? Naja, einerseits positiv, weil viele Verletzte wieder zurückkommen und die eigentlich gleich in die Vorbereitung, mit der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen sollen. Also wenn ich da jetzt da an einen Raguz denke, wo es wirklich so weit sein kann, dass man den bald einmal spielen sieht, oder auch an einen Wustinger und an einen El Shaiwi. Also da sehe ich, da denke ich positiv dran und denke halt auch,
Insofern positiv, als wo ich dem Sportmanagement auch recht geben muss, das kann man auch als Neuzugänge sehen oder die kann man auch als Verstärkungen fürs Team sehen, auf die man jetzt jahrelang oder lange nicht zurückgreifen konnte. Trotzdem, das habe ich eh auch schon in meiner Zusammenfassung gesagt, finde ich es halt schade, dass man jetzt wieder von Null beginnt mit einem neuen Trainer und dadurch wahrscheinlich den Spielstil ein bisschen adaptiert. Der hat auch seine Forschung, Gedanken, wie er die Mannschaft aufstellen will, wie er Spielzüge, wie er Aktionen einstudieren will und dass man da halt jetzt da wieder einen kleinen Umbruch hat, das ärgert mich ein bisschen, weil ich finde es unnötig und ich finde, man sollte einen Trainer jetzt da dann engagieren, zu dem man steht, in guten wie in schlechten Zeiten und wo man dann, ja, man kann eh sagen, sie haben jetzt richtig reagiert, weil es ist jetzt nochmal so ein Push gekommen und man hat jetzt die Quali geschafft, stimmt, aber dann habe ich halt einmal keine Europacup-Saison und kann halt wirklich auch mit dem Michi Wimmer ins Gespräch gehen und sagen, was hat dir gefehlt, was brauchst du noch und dann schauen, dass ich den Kader so richte, wenn ich den als Trainer engagiere und den auch vertraue. Deswegen gehe ich jetzt nicht so positiv wie du wahrscheinlich in die neue Saison, weil ich halt jetzt mal abwarte, wer wird der Trainer und wie präsentieren wir uns dann in den ersten Runden. Ja, was passiert mit dem Stadion und so weiter und so fort. Ja, klar, genau. Ihr habt jetzt noch wesentlich mehr Baustellen auch. Ja. Übrigens, du hast es jetzt schon zweimal genannt, neuer Trainer, warum. Das neueste Gerücht, oder ist ja gestern eigentlich schon von Sky immer mal schon wieder provozierend, also positiv provozierend in diese Richtung gefragt worden, sowohl bei Schopp als auch bei Werner und so weiter. Aber im Internet kursieren immer mehr die Gerüchte, Schopp angeblich fix, beziehungsweise grundsätzliche Einigung da mit Markus Schopp, dass er also der neue Austria-Trainer werden wird. Sollte es tatsächlich so kommen oder wie ist so deine Gefühlslage diesbezüglich? Würdest du das gut finden, nicht so toll oder? Es war ja schon einmal, Markus Schopp war ja schon mal im Gespräch bei der Austria, nämlich wo sie sich dann für den Manfred Fischer entschieden haben. Da war dann wahrscheinlich. Bitte? Manfred Schmid wahrscheinlich. Wo sie sich dann für Manfred Schmid entschieden haben, aber in dem Transferfenster dann auch Manfred Fischer geholt haben. ja, endlich habe ich den Fehler wieder mal machen können. Ja, das erste Mal 2024. Ja. Also da war ja Schopp schon einmal im Gespräch und da war ich dem eigentlich auch nicht so abgeneigt, weil ich von dem schon sehr viel halte. Und ich finde auch, der macht in Hartberg gute Arbeit, zeigt doch, dass er mit wenig Geld viel erreichen kann, dass er Spieler erreicht, dass er Spieler weiterentwickeln kann, dass er jungen Spieler helfen kann, den nächsten Schritt zu gehen, dass er auch mit AFDI, also komplizierten, charakterlich komplizierten Spieler umgehen kann und die dann dazu treiben kann, wirklich, wirklich Gutes zu bewegen. Er muss sich halt dessen bewusst sein, wenn er zur Austria geht, ist er kein Sportdirektor mehr, sondern nur noch Trainer. In Hartberg hat er jetzt da beide Positionen inne. Ich weiß auch nicht, ob er so leichtfertig dieses Hartberg-Projekt, was ja eigentlich sein Projekt ist, aufgeben wird, weil er da ja wirklich jetzt eine Entwicklung angestoßen hat, die groß ist und die erfolgreich ist. Das jetzt im nächsten Jahr zu bestätigen, wird zwar schwierig, aber man kann da halt seine Handschrift erkennen. Du musst halt schon, ob sie ein drittes Mal so noch zurückholen würden. Genau, ja, weil da hat er ja dann auch eigentlich wieder was zu verlieren. Ich finde ihn sympathisch. Ich finde, er hat gute Arbeit in Hartberg geleistet, hat ein gutes Verständnis von Fußball, auch den Fußball, den er spielen lässt, ist finde ich ansehnlich und schön. Also ich würde mich freuen, würde aber nicht, also glaube es aber eher nicht, weil ich mir denke, dass er Hartberg jetzt nicht aufgeben wird. Okay. Aber ich lasse mich überraschen. Ansonsten könnte er gleich Max Entrup mitbringen. Das wäre dann natürlich, dann würde ich ihn persönlich aus Hartberg abholen und nach Wien befördern. Na dann. Ja. Dann schauen wir mal. Jürgen Werner ist schon informieren. Er muss die Reisekosten und Umzugskosten nicht zahlen. Die übernimmt der Herr Nowotny. Genau. Na prima. Genau. Er spart sich die Austria schon wieder was. Das ist wunderbar. Würde man gerne hören am Verteilerkreis. Ja. Ja gut. Also das war unser Saisonrückblick für die Saison 2023-2024. Recht ernüchternd, muss ich dann im Nachhinein gesehen dann noch mal kurz sagen, für beide Vereine zusammenfassend. Ja, es hat sich leider fortgesetzt, wie es in den vergangenen Jahren doch schon öfter sich angedeutet, abgezeichnet hat, beziehungsweise immer klarer wurde, der Wiener Fußball ist von den Erfolgen her nur noch eine Randnotiz. Und wir hoffen beide, ich denke mal auch die Bundesliga in gewissen Zügen, dass sich hier in diese Richtung wieder eine
Spirale nach oben entwickeln wird. Das hoffen wir auf jeden Fall und ja, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit beiden Vereinen. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Aber wir werden jetzt einmal die österreichische Bundesliga ins Abstellkammer stellen, wie man in Österreich sagt, und aus dem Keller die Euro hervorholen, weil die ist schon 4 Jahre alt, die letzte, werden wir ein bisschen entstauben und werden euch dann mit Euro-Content beglücken ab kommenden Dienstag. Genau, und da werden wir dann nur noch ganz kurz darauf eingehen, wer denn das Tippspiel im Mai gewonnen hat. 2 finale Partien stehen in der Regionalliga Ost noch aus und dann widmen wir uns dann vor allem auch dem neuen Tippspiel dann komplett mit Euro-Bezug, Stefan, dass man wo findet und wie läuft das Ganze dann ab? Genau, unter kicktipp.at/no-go könnt ihr euch registrieren und ihr findet dann ab nächster Woche das neue No-Go-Kicktipp-Spiel freigeschaltet. Es wird die gesamte WM-EM gepostet. Ich werde sicher viele WM-EM-Fehler sagen, also machen, also stellt euch schon drauf ein. Wir werden die ganze EM mit euch verbringen, mit diesem Kick-Tipp-Spiel und die österreichischen und die deutschen Ergebnisse zählen immer doppelt, weil wir ja auch den Fokus auf Deutschland und auf Österreich legen und ja auch auf ein deutsch-österreichisches Finale hoffen. Genau, das heißt, das altbekannte No-Go-Format mit dem Häckeln gegenseitigen für Rapid und Austria wird dann einfach umgelegt auf Deutschland und Österreich. Und wir machen in dieser gewohnten Form dann weiter mit dem vollen Fokus auf das EM-Turnier und eben speziell hauptsächlich von uns behandelt dann die deutschen und österreichischen Spiele, Kader, Spieler, Fans und was eben rund um Rot-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold passiert, Stefan. Genau, so ist es. Auf das freue ich mich schon. Ist viel Arbeit, aber wir sind motiviert, mit euch durch die Euro zu marschieren. Ich muss jetzt leider weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Schluss machen. Markus, iss brav dein Schnitzel mit Tunke, ja, wie man es bei euch in Deutschland macht. Ich werde das sicher nie machen. Und wünsche dir eine schöne Woche. Wäre das schon eine schöne Aufgabe, für, wenn du das Tippspiel mal wieder verlierst, eine Schnitzel mit Tunke für dich. Ach, das doch, ja, ich sehe es schon kommen. Das ist wie beim Rapid-Dress an. ich sehe es schon kommen. Ja, ihr da draußen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir halten euch auf jeden Fall via Social Media noch weiter auch am Laufenden. Ab nächsten Dienstag geht's los mit Euronogo, dann 2 Folgen am 4. und am 11. Juni reiner No-Go-Vor-Berichterstattung zur Euro und dann ab den Spieltagen sind wir immer gleich, so ist unser Plan, nach den Matches mit der aktuellen Folge am Start. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine erholsame Zeit von uns, aber vergesst uns nicht und hört's wieder rein. Tschüss, Baba. Bis denn. Ciao, Baba. Alles Gute.